das nicht aus, Leute. Das ist nun mal so. Hey! Ingo, erstes Testspiel der Saison. Wie weh tut es da einfach nur zuschauen zu müssen? Ja, dadurch, dass ich schon so lange keinen Ball mehr in der Hand hatte, ist das natürlich ein bisschen schade, da nicht mitzuspielen, gerade auch bei so einem Event, weil ich selber noch gegen ihn gespielt habe. Aber da muss ich durch. Aber ich hoffe, dass ich bald mitmachen kann und dann ist alles okay. Okay. Ingo, du musstest leider auch das letzte Saisonspiel aussetzen. Dadurch ist die Torjägerkanone an jemand anderen gegangen. Wie weh tut sowas? Ja, jetzt so im Nachhinein ist es okay, habe ich mich beruhigt. Aber so an dem Tag, wo man das so gehört hat, war es schon bitter, weil das hat man nicht allzu oft so eine Chance. Und ich hätte sie gerne gehabt. Gut, muss ich durch. Greife ich dieses Jahr wieder an, dann ist okay. Ingo, für die neue Saison, die Mannschaft hat sich deutlich verändert. Mit Christian Zufelde und Alexander Ladi sind sicherlich zwei Spieler gegangen, auch Erik Axelsson, die das Bild das letzte Jahr geprägt haben. Auf dich wird eine neue Rolle oder mehr die Rolle des Führungsspielers hinzukommen. Wie bereitest du dich darauf vor?
Na, ich denke mal, für mich persönlich wird sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts ändern. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben ein gutes Team zusammen. Wenn noch ein, zwei Verstärkungen kommen, wir können wieder eine gute Rolle spielen in der Saison. Und ich glaube nicht, dass meine Rolle sich da großartig ändern wird. Also insofern mache ich mein ganz normales Programm durch und dann werden wir als Mannschaft wieder gut spielen können. Welches Saisonziel hast du mit der Mannschaft? Ja, also wir müssen vorsichtig sein mit dem Saisonziel, weil man die anderen Mannschaften noch nicht einschätzen kann. Also ich persönlich möchte Platz 8 und besser, um die eingleisige Liga zu schaffen, wenn wir dann nachher alles, was Bonus ist, weiter oben zu sein, das ist für mich okay. Ich persönlich möchte natürlich auch noch Platz 5 oder so, wäre für mich schon schön. Muss man abwarten, ich kann die Mannschaft noch nicht einschätzen. Ingo, für dieses Ziel wünschen wir dir viel Erfolg, alles Gute, wir sehen uns. Gut. Ganz gut, wenn du das nicht